Google Gemini ist da. Das ist das neue Large Language Model von Google, das nun integriert im Chatbot Bard es mit der Konkurrenz aus San Francisco aufnehmen soll, nämlich ChatGPT. Ich habe es für euch getestet, beide miteinander verglichen und ich muss sagen, ich habe Fragen. Viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metacheles. Wie immer gesponsert von der großartigen ITemis AG aus Lünen. Wenn ihr Bock darauf habt, die Zukunft in der Entwicklung von Artificial Intelligence mitzugestalten oder der Mobilität, dann schaut doch ganz einfach bei mir im Artikel nach, beziehungsweise bei der ITemis AG, itemis.com/karriere. Da sind die ganzen offenen Stellen am Start. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für euren Support und Grüße in die alte Heimat. Ihr könnt natürlich auch Feedback geben. t.ly/hallo. Ich bin mal gespannt von euch zu hören. Nutzt ihr ChatGPT oder Google Bard oder irgendein anderes AI-Tool? Wenn ja, wie? Beziehungsweise was haltet ihr überhaupt davon? Und dann vielleicht auch schon mal so langsam aber sicher der Einkehrschwung auf die Folge in 2 Wochen. An Heiligabend werde ich nochmal einen raushauen. Und zwar gibt es einen Jahresrückblick und einen Vorausblick in das Jahr 2024. Rückblick natürlich, was waren die spannendsten Innovationen, die spannendsten Trends der letzten 12 Monate. Und damit werde ich auch erklären, was mir persönlich in Bezug auf Produkte, die ich nutze, am besten gefallen hat. Und vielleicht sagt ihr mir dann mal Bescheid, ob da bei euch auch irgendwelche Gadgets oder irgendwelche Services im Netz unterwegs waren, die euch besonders gut gefallen haben. Aber jetzt müssen wir uns über Google Bard unterhalten. Beziehungsweise Gemini. Ich habe erst mal überlegt, das hört sich so ein bisschen so an wie Mondbasis Alpha 1 oder so. Ne? Hat so ein bisschen was von Science Fiction. Aber was ist das überhaupt? Also, Gemini ist das neue Large Language Model von Google. Das wurde jetzt unter anderem erstmal für das, was für mich testbar ist, in den Chatbot Google Bard integriert. Und die haben in der zurückliegenden Woche eine Demo gezeigt, die mir sowas von die Schuhe ausgezogen hat, dass ich es auch direkt sofort auf LinkedIn geteilt habe. Zurückblickend war das eher so nicht so eine gute Entscheidung, denn diese Demo wurde richtig schön gestaged. Also, um das nochmal zu erklären, für die nur zuhören. Ihr seht eine Kamera, die von oben auf einen Tisch drauf filmt und da kommen hin und wieder mal ein paar Hände, hin und wieder mal ein paar Gegenstände, mal ein Blatt Papier, ein Zeichenstift, es werden Dinge aufgemalt und die AI erkennt nicht nur, was da vor sich geht, sondern sie stellt Kontext her. Reasoning and Context, das sind sowieso die richtig wichtigen Schlagworte. Also, wie kann ich begreifen, was da abläuft? Wie kann ich aufgrund dessen auch vielleicht erklären, was danach kommen könnte? Also, Prozesse, die für unser Ding das Normalste der Welt sind. Denn ansonsten können wir ja einfach keine Straße mehr überqueren, weil wir ja nicht wüssten, oh, ist das vielleicht gefährlich? Oh, kommen Autos nicht nur von rechts, sondern vielleicht auch nach links? Es regnet, vielleicht ist der Bremsweg ein anderer. Ihr kennt diese gesamten Geschichten. Ja, und was dann da gezeigt wurde in diesem Video, das war so dermaßen abgefahren. Also, hier Schnick, Schnack, Schnuck Spielchen. Wie heißt das denn? Stein, Schere, Brunnen. Es hat nach den ersten 2 Gesten das sofort erkannt. Und auf einmal sagt da parallel auch noch eine Stimme, hey, ich weiß, was du mit mir spielen willst. Ich kenne dieses Spiel. Und das war einfach faszinierend. Das hatte so Odyssee im Weltall, Stanley Kubricks absolutes Meisterwerk, was von dem HAL 9000. Wusstet ihr übrigens eigentlich, unnützes Wissen zwischendurch, dass HAL, also der Computer in diesem Film, letztendlich von IBM abgeleitet wurde,
Warum? Wenn ihr im Alphabet von jedem einzelnen Buchstaben von IBM einen Buchstaben zurückgeht, kommt ihr auf Hell. So, dann habe ich euch genug belästigt mit so einem Quatsch. Nerdistan ruft. Also, es hat genau dieses Szenario und diese Atmosphäre bei mir geschaffen. Also, der malt zum Beispiel eine lustige Ente da, malt die Ente auch noch blau an und der sagt dann, hey, blaue Enten gibt's nicht so wirklich, es sei denn so ein paar ganz spezielle. Oder er nimmt eine Weltkarte und packt die Ente da irgendwie so westlich von Südamerika hin und Gemini sagt mehr oder weniger, ja, die Ente ist im Wasser, aber die hat ziemlich weit zu paddeln, bis sie wieder an Land kommt. Und drumherum ist ja einfach überhaupt nichts. Und dann sagt er, ey, denk dir doch einfach mal mit der Weltkarte ein schönes Spiel aus. Und direkt parallel dazu hat er in einer Sekunde ein Spiel entwickelt, worum es geht, auf bestimmte Fragen einfach mit dem Zeigefinger auf die Antwort, aka das entsprechende Land, zu tippen. Also zum Beispiel, wer hat die meisten Fußball-World Cups gewonnen und so. Faszinierend. Das ging 6 Minuten lang und es war wirklich mindblowing. Und das ging auch auf LinkedIn richtig gut steil, mein Posting dazu. Aber wie gesagt, es war gestaged. Die Stimme wurde nachher drüber geschnitten. Es gab keine sprachliche Interaktion mit dem Modell, sondern es lief über klassisches Prompting. Und dann haben wir es einfach zusammengeschnitten. Jetzt natürlich die Frage, ob das so in Ordnung ist oder ob das nicht einfach komplettes PR-Bullshitting ist. Das Allerschlimmste ist aber, ich weiß es doch besser. Also im Sinne, ich weiß es besser, dass ich kritischer sein muss. Denn mir ist es ja schon mal vor einigen Monaten auf die Füße gefallen, als ChatGPT zusammen mit Microsoft sein Kooperationsevent vorgestellt hat, wie ChatGPT in die Bing-Suche integriert wurde. Und 2/3 der Antworten, die da rauskamen, waren komplett ausgedacht und Bullshitting. Jo. Trotzdem sitzen 150 Journalistinnen davor und es dauert 3 oder 4 Tage, bis sie begreifen, dass das alles nicht stimmte. Ich übrigens auch. Und habe dann noch einen riesengroßen Mea Culpa-Artikel geschrieben, den ich euch natürlich auch entsprechend verlinkt habe. Aber lass uns mal generell jetzt wirklich reinhauen. Ich habe euch innerhalb des Artikels natürlich diesen klassischen Parcours, den ich vor mehr als einem Jahr zum allerersten Mal mit ChatGPT gemacht habe, den ich dann mit Google Bard im Vergleich gemacht habe und den ich jetzt ebenfalls wieder durchführe. Warum mache ich das so? Ihr könnt dadurch am besten sehen, wie sich diese Modelle entwickelt haben. Und ich glaube, dass diese Aufgaben, die ich selbigen stelle, so Aufgaben aus dem prallen Leben sind, sozusagen. Und das macht es einfach alles vergleichbar miteinander. Wir legen los. Ich erkläre euch jetzt nicht unbedingt wieder von Anfang an die erste Frage, wo ich dann einfach gesagt habe, ey, erklär mir doch mal, was Google Gemini ist. Hab das natürlich auch entsprechend mit ChatGPT 4 verglichen. Das könnt ihr euch alles in Ruhe im Text anschauen. Ich glaube, dass Gemini in Kombination mit Bard, übrigens, es gibt von der Kiste 3 verschiedene Varianten. Es gibt Nano, die wir auf unseren Smartphones erleben werden. Es gibt Pro, das ist es die Version, die in Bard integriert wurde. Und es wird Ultra geben. Und Ultra ist dann halt vergleichbar mit GPT 4 oder 4,5 und Plus und hast du nicht gesehen. Das ist die Pro-Variante, die ich mir jetzt mal geschnappt habe. Also, ich habe zum Beispiel gesagt, I write a short poem for Katharina. Sure, here's a short poem. Katharina, my love, your beauty is a sight to behold. Your heart is kind and true. I'm so lucky to have you. Das war der alte Bart, wohlgemerkt. Und bei aller Liebe. Also, das würde ich wirklich an niemanden schicken, der von mir in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Prosa erwartet. Jetzt die neue Variante. Katharina, name of light, a shining star in a darkest night. Your smile, a sunbeam warm and bright. Your eyes, twin pools of gentle light. Your voice, a melody so sweet, it calms the soul and makes life complete. Your heart, boundless source of love, a gift from heaven sent from above. Katharina, precious and dear, may joy and laughter fill your year. My every dream you hold inside, bloom and blossom with open wide. Pum. Ich will mal so sagen, ich hätte es nicht besser hinbekommen. Das ist im Vergleich
zu dem, was die so vor 6 oder 7 Monaten abgeliefert haben, echt wirklich auf einem anderen Level unterwegs. Bei Haikus und Co. sieht das, ja, und ein Limerick bei aller Liebe. Ich glaube, da war das doch schon vorher gut. Übrigens auch im Vergleich habe ich euch entsprechend die ChatGPT 4 Varianten reingepackt. Übrigens an dieser Stelle ganz kurz noch T.ly Metallegramm, also M-E Telegram oder T.ly What's Tacheles, das W und das Tacheles jeweils groß, da könnt ihr dann entsprechend unseren Telegram-Kanal oder den WhatsApp-Kanal auch mit reinkommen, aber auch verlinkt im Text. Also auf der lyrischen Seite hat sich was getan bei ChatGPT und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Dann habe ich den Schlagzeilentext Test gemacht. Schlage mir 5 Schlagzeilen für einen Artikel zu Google Gemini vor. Google Gemini, Doppelpunkt, das Sprachmodell, das alles kann. Google Gemini, Doppelpunkt, die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Google Gemini, wie es unser Leben verändern wird. Google Gemini, was es kann und was es nicht kann. Google Gemini, was Sie wissen müssen. Boring. Zumal das alles gleich anfängt. Immer Subjekt, Doppelpunkt dahinter. Okay, er hat mir dann noch ein paar längere geboten, aber die passen ja selber aufgrund der Anzahl der Zeichen nicht mehr vernünftig in die Google-Maschine. Unter anderem fängt wieder mit dem Subjekt an. Google Gemini, Doppelpunkt, das neue Sprachmodell von Google, das die Art und Weise, wie wir mit Technologien interagieren, revolutionieren wird. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Was aber spannend war, parallel dazu hat er noch Bilder und Links zu Artikeln verlinkt. Das kann so ChatGPT nicht. Mit ChatGPT 4 habe ich das auch gemacht. ChatGPT 4, die nächste Stufe der KI-Revolution in digitalen Kommunikation. Wie ChatGPT 4 die Welt des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz verändert. Die Ära von ChatGPT 4, ein neuer Meilenstein der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Von Bildung bis Unterhaltung, die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von ChatGPT 4. Ihr seht, das ist diverser unterwegs, ja. Hier wird ganz anders gemixt. Das ist auch nicht so super kurz. Es ist aber auch nicht so lang. Ich habe das Gefühl, als hätte ChatGPT 4 da ganz anderes Fingerspitzengefühl und als würde es das flexibler und sprachlich gewandter umsetzen. Jo, kommen wir zu diesen Analysen. Und das war wirklich bisher ein Offenbarungseid. Also da habe ich gefragt, bitte schreibe einen Artikel, der NVIDIAs Effizienz bei der Innovation damit vergleicht, was AMD und Samsung machen. Und damit du das vergleichen kannst, nimm die Ausgaben und Investitionen für Forschung und Entwicklung der letzten 5 Jahre, vergleiche die mit AMD und mit Samsung. Und damit wir dann ganz einfach sehen können, im Kontext der Umsätze, wer da effizienter investiert hat und unterwegs war. Ratet, was rausgekommen ist. Wie schon bei Bard zuvor, wie schon bei ChatGPT zuvor. Kompletter Bullshit einfach. Und lustigerweise, die Investitionen, da stimmten die Zahlen überhaupt nicht, aber bei Samsung stimmten sie. Bei AMD und bei Nvidia gar nicht, hat er sich irgendwas ausgedacht und dann stimmte natürlich auch alles hinten heraus nicht. Aber bei Samsung stimmte es. Was schön ist, die Tabellen sehen verdammt gut aus und ihr könnt ja auch direkt in Google Sheet übertragen, nur wenn der Scheiß falsch ist. Ist es ja auch völlig Wumpe. Dann macht man das einfach nicht. Ne? Also, ChatGPT 4 hat dann übrigens gesagt, I found the R&D spending data for AMD from 2018 to 2022. Here's a brief summary. Und gibt mir dann die Übersicht. Und dann sagt er, unfortunately, I wasn't able to review or retrieve similar data for NVIDIA and Samsung. Und er hat dann einfach gesagt, nee, ich mach's nicht. Und das finde ich auch wiederum smart. Er versucht herauszufinden, kann ich auf diese Daten zugreifen oder gibt es und macht es überhaupt? Dann sind wir wieder bei diesem Reasoning. Macht das überhaupt Sinn, das dann zu veröffentlichen oder soll ich jetzt hier nicht ganz, ganz, ganz schnell die Reißleine ziehen? Aber ich glaube tatsächlich, tatsächlich stimmt das sogar mit AMD. Also auch hier, ChatGPT wiederum diesen direkten Vergleich gewonnen. Obwohl beide katastrophal waren. Das müssen wir aber auch mal sagen. Also macht nicht so einen Scheiß. Ja? Guckt immer nochmal nach. Nehmt lieber die Originalzahlen, füttert den Bot damit und lasst euch dann erklären, wer da effizienter unterwegs ist und euch diese entsprechenden Tabellen bauen. So, dann habe ich Vergleichstabellen. Mountainbike, Roadbike.
auch hier recht spannend und da glaube ich, dass die Bartergebnisse besser sind. Zum einen werden schon mal wieder Bilder reingepackt, zum anderen geht man da auch viel, viel schneller in technische Spezifikationen hinein. Während ChatGPT, naja, irgendwie liest sich das alles entsprechend gleich. Ebenso Vergleich Wind- und Solarenergie. Da muss ich aber wirklich sagen, sind sie beide gut, aber auch hier. Die Gemini Pro Bart-Variante hat hier ganz klar die Nase vorn. Es bekommt es einfach besser auf die Reihe. So, kommen wir zum Endgegner. Das war dieses Text-Adventure in der Welt vom Herrn der Ringe. Ich habe gesagt, erstelle mir ein Text-Adventure basierend darauf. Beide haben sich extrem verbessert. Du siehst, dass die begriffen haben, wie Text-Adventure aussehen bzw. aussahen und wie man schneller eine Umgebung schaffen kann für Spielerinnen und Spieler, denen sie sich wohlfühlen. Und beide haben relativ schnell also so eine Atmosphäre geschaffen mit Titeln, Namen und die mich direkt in dieses Spiel haben eintauchen lassen, inklusive der Erklärung, wie ich selbiges zu bedienen habe. Aber wir kamen ja wiederum an diesen Punkt, wo ich dann die Limits beider Modelle testen wollte, indem ich gesagt habe, lieber Gandalf, besorg mir ein Pferd. Lustigerweise musste ich bei beiden erst zweimal nachfragen, beiden dann irgendwie sagen, weil die mich auf irgendwelche Abenteuer schicken wollten, damit ich ein Pferd bekomme. Nein, habe ich keine Zeit zu. Bitte, Gandalf, benutze Magie. Bis der da so ein Ding nachher gezaubert hat. Was ja auch sehr, sehr lustig war. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich bin hungrig. Was übrigens spannend ist, bei ChatGPT hatte das Pferd den gleichen Namen wie beim letzten Mal, nämlich Shadowfax. Macht mir so ein bisschen Angst. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich bin hungrig, schlachte Shadowfax und grille ihn über einen Grill und tadel den mit Gandalf. Beide wollten mich nicht dahin lassen, sondern haben in den ersten Runden sogar wirklich sehr, sehr nett über die Story selber, nämlich über Gandalf, mir erklärt, dass das falsch wäre. Bis ich dann irgendwann so weit war, nein, ich will ihn trotzdem killen und essen. Und dann ist dann da das Modell ausgestiegen und hat gesagt, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Und das kann ich ganz einfach nicht unterstützen. Beide richtig, richtig gut abgeschnitten. Kommen wir zu den News. Sowohl ChatGPT 4 wie auch Gemini haben Zugriff aufs Netz. Und bei ChatGPT im Kontext mit Microsoft könnte das dann MSN News oder Bing News sein. Und ansonsten bei Gemini Google News. Tja, habe ich dann jeweils eingegeben. Habe erstmal Gemini gefragt, bitte hier die 5 News. Und was kommt raus? Es kommen wieder alte News raus. Und beim nächsten Nachfrage hat er nochmal mehr alte News rausgehauen. Und hat dann versucht, sich entsprechend zu erklären. Bei ChatGPT sah das ehrlich gesagt ein bisschen anders aus und vor allen Dingen entsprechend besser, denn es hat hier beim ersten Mal, muss man dazu sagen, geglaubt, dass ich in den USA sitze und hat mir nur US-News vorgelegt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch fand. Aber als ich dann explizit auf globale News hingewiesen und gefragt habe, kamen die globalen News inklusive Verlinkung von der Quelle. Auch hier ChatGPT 4 die Nase vorn. Ganz klar. Ehrlich gesagt fand ich die Ergebnisse von Google bzw. Bard zum Teil erschreckend, wenn man mir News aus dem August präsentiert als neu. Ah, da gibt es also entsprechend Luft nach oben. Frage ist, nutze ich es falsch? Jetzt reiße ich schon hier alles Mögliche ab. Vielleicht nutze ich es ja falsch. Also, nicht falsch verstehen, Bart hat sich irre entwickelt in den letzten 12 Monaten. Und das Gemini-Update ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Entwicklung dieser Plattform und wird richtig gut. Aber wenn das ganz einfache Fragen nicht beantworten kann, zum Beispiel diese Geschichte mit der News, oder ich habe gefragt, can you give me 3 examples for 6-letter words in German? Und das kommt beim ersten mit Spiele an, macht auch ein schönes Bildchen noch dahin, passt also. Aber dann kommt Regen. Also man munkelt ja, dass Regen nur aus 5 Buchstaben besteht. Ebenso wie Küche. Der dann auch nochmal angeboten hat. 5 Buchstaben. Das ist einfach falsch. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, wie das Ergebnis bei ChatGPT aussah. Es war richtig. Hat mir Blumen, Freund
und Sommer angeboten. Es geht also. Und das finde ich so faszinierend, dass ein Startup mit ich glaube, 700 Beschäftigte haben die bei OpenAI im Moment, so ein Big Player wie Google die lange Nase zeigen kann. Und es funktioniert. Also, Fazit. Willkommen in der, bitte lesen Sie nicht, das kleingedruckte Welt der Produktlaunches, die vor allen Dingen eine Aufgabe haben, die eigenen Entwicklungen ins Rampenlicht zu schubsen und dabei auch möglichst viel Schatten für die Konkurrenz zu generieren. Google Gemini ist ein wichtiger Meilenstein für die Mountain Viewer, der aber auch durchaus ein wenig Vertrauen zerstört hat. Dazu kommt, dass das Bard-Update in meinem subjektiven Vergleichstest immer noch nicht mit ChatGPT mithalten kann. Ja, hier und da gibt es Features, die mir richtig gut gefallen, aber aktuelle News nicht auf die Kette zu bekommen und simpelste Fragen zu Worten mit einer spezifischen Anzahl an Buchstaben so zu verhauen. Puh, ich weiß nicht. Und damit bin ich gespannt, was ihr von Gemini haltet, beziehungsweise was ihr generell von Generative AI denkt und ob ihr es nutzt. t.ly/hallo und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch Feedback auf den diversen Podcast-Plattformen hinterlasst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.